5 nach 12. Weder ein Zeitpunkt noch ein Gefühl, das jeder mag. Was wäre, wir hätten noch 5 vor 12? Was wäre, wenn wir diese 10 Minuten für uns nutzen könnten, um unsere Gedanken zu sortieren, uns vorzubereiten und wissen, was auf uns zukommt? 10 Minutes. Hallo Christian. Servus, hi. Christian, wie geht's dir in der Quarantäne? Eigentlich ganz gut. Also am Anfang war es natürlich ein bisschen ein Schock für mich, ja, weil ich als Speaker und Freitagkurslehrer natürlich im ersten Moment alles verloren habe auf die nächsten Monate. Das heißt, bis Ende Juni sind alle Aufträge weg und es war natürlich die ersten 3 Tage schon sehr schlimm für mich. Aber ich habe dann eine Entscheidung getroffen und gerade als Extremsportler ist es ja wichtig, dass man sich überlegt, wo ist das Risiko, wo ist die Gefahr. Und in Wirklichkeit habe ich mir das dann alles durchgedacht und überlegt und muss sagen, es ist alles halb so dramatisch, ja, wie man immer glaubt. Ja. Und in Wirklichkeit geht es mir blendend. Ja. Ich habe sehr viel Zeit, kann neue Projekte vorantreiben und neue Ideen entwickeln. Also ich sehe halt mittlerweile die Krise als Chance. Christian, wir kennen uns ja von den diversen Keynote-Speaker-Tätigkeiten und auch ein bisschen aus dem Bereich Umwelt und etc. Und du warst sofort bereit, mich bei der Kampagne 10 Minutes auch zu unterstützen und gesagt, passt Walter, da gehe ich in ein Interview mit dir rein, das interessiert mich. Und da möchte ich mich auch bedanken, dass du dich dafür bereit erklärst. Was du genauso machst, und so werden wir gleich dazu kommen, nur spannend vorweg. Ich habe in meinem letzten Interview beim Marcel Gasser, der sich selbst als Nomade bezeichnet, also der überall zu Hause ist und auch nirgendwo, der hat gesagt, es wäre doch spannend, einmal jemanden zu fragen, der schon mal gestorben ist. Ja. keine Angst. Was hat er damit gemeint? Und in meiner Kampagne 10 Minutes, in dieser Mindset-Base oder Mindset-Plattform, geht es eigentlich darum, dass wir Menschen unsere Komfortzone eigentlich hin und wieder verlassen und hin und wieder überstrapazieren. Und 5 vor 12 haben wir noch Zeit, um zu agieren. Und Punkt 12 müssen wir eigentlich delivern. Und um 5 nach 12 kommen wir dann in Einschränkungen und Probleme und irgendwann einmal haben wir dann versagt. Und ich glaube, die Zukunft wird sich nur mehr in diesen 10 Minuten abspielen. Also das ist, wo die Veränderung zwischen Sein und Nichtsein ist. Und du als vielmaliger Weltrekordhalter und Extremmensch, wir kommen dann gleich zu dir, glaube ich, passt perfekt dazu. Und ich glaube, du hast da ein Ereignis gehabt im Februar 2019, über das wir dann noch sprechen. Und darum sage ich nur mal Danke von dem her, für diese Zeit, dass du mit mir deine 20, 30 Minuten in meinem Talk verbringen wirst. Vielleicht. Ja, sehr gerne. Also ich kann da nur recht geben. Tatsächlich habe ich erkannt, dass man als Mensch eigentlich nur wachsen kann, wenn man im Grenzbereich ist. Ja, wenn ich jetzt immer nur am Sofa sitze, was soll ich über mich lernen, was soll ich über andere lernen, wie soll ich meine Denkweise verändern, das passiert alles definitiv nur immer im Grenzbereich. Das bedeutet nicht, dass jetzt jeder sofort anfangen muss, irgendwie Extremsportler zu werden. Und das geht's jetzt gar nicht. Ja. Jeder kann ja seinen Grenzbereich anders definieren. Bei mir ist es halt so, dass ich mit dem Apnoe-Tauchen oder Freitauchen, also sprich dem Tauchen ohne Pressluftflasche, einfach gemerkt habe, das ist ein extrem mentaler Sport. Und der hat mir da sehr viel weitergebracht, weil ich einfach verstanden habe, wie funktioniert mein eigenes Gehirn. Ja. Jeder tickt anders, jeder hat andere Werkzeuge oder braucht andere Werkzeuge, um besser zu performen. Und die habe ich durch dieses Luftanhalten und unter Anführungszeichen den besten Lehrer gehabt. Warum? Eine Minute ist immer eine Minute. Ich habe aber zum Beispiel gemerkt, dass positive Gedanken weniger Sauerstoff verbrauchen wie negative Gedanken. Und wenn ich das jetzt natürlich verstehe und messbar mache, dann hat das natürlich eine massive Auswirkung auf mein ganzes Leben, weil ich einfach merke, dass negative Gedanken mich permanent runterziehen, genauso wie es zu Beginn der Krise war. Und dann aber eben diese positiven Gedanken einen sofort weiterbringen, neue Perspektiven aufgehen. Und deswegen bin ich halt sehr froh, dass ich durch Zufall für mich eigentlich den besten Lehrmeister gefunden habe. Vielleicht eine Frage zum Wachstum. Du hast Wachstum gesagt,
wenn du vom Wachstum sprichst, glaube ich, muss man für viele Zuhörer auch nicht erwähnen oder für manche auch erwähnen, dass man damit nicht nur den finanziellen Wachstum meint, glaube ich, sondern da geht es um, was verstehst du unter Wachstum? Das ist eins, was für mich auch sehr wichtig ist. Wachstum ist in der Natur extrem wichtig, wenn man sich nur den Samen von Pflanzen anschaut. Also wo eine Pflanze hat x-tausend Samen, zwei Pflanzen haben x-tausende Samen und zwei Pflanzen im zweiten Jahr sind x Millionen Pflanzen. Also was verstehst du unter Wachstum vielleicht nochmal genau, damit man das auch ein bisschen deine Mindset ein wenig spürt? Also mein Verständnis für Wachstum ist die persönliche Selbstentwicklung, Entfaltung. Ja. Das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt dann unzufrieden mit etwas bin, ja, dann kann ich mir vor dem Spiegel hinstellen und sagen, naja, eigentlich ist es nicht super, aber es kann schlechter auch noch sein, ja, und man lebt halt so irgendwo in dem Mittelmaß, sage ich einmal. Ja, und ich habe aber den Anspruch an mich eben nicht im Mittelmaß zu leben, sondern das für mich perfekte Leben zu führen. Und da geht es aber, wie du richtig gesagt hast, nicht ums Finanzielle, weil auch wenn ich jetzt viel Geld habe, heißt das noch lange nicht, dass ich glücklich bin, wenn ich im falschen Job zum Beispiel bin. Ja, nur weil ich viel Geld verdiene. Also ich komme ja eigentlich aus der Finanzdienstleistung, ich bin Investmentbanker und habe sehr viel Geld verdient. Ja. Aber ich habe halt gemerkt, irgendwie ist es das nicht wert. Ja. Ich habe permanent Morgengeschwüre gehabt, schlaflose Nächte gehabt, einmal viel Geld gehabt, einmal wenig Geld gehabt. Und mein Traum war eigentlich immer, Profiluftanhalter zu werden. Ja. Ich habe mit 16 einen Film im Rausch der Tiefe gesehen und wollte wie Jean Reno um die Welt fliegen, bei Weltmeisterschaften mitmachen und einfach ein geiles Leben führen. Und zu meinem 30. Geburtstag bin ich dann schweißgebadet aufgewacht und habe gedacht, ich muss irgendwas ändern. Ja, ich habe diesen Bankjob gehabt, ich habe dieses Hobby Freitauchen gehabt, war da schon Weltrekordhalter und alles, ja, und war kurz vorm Burnout. Und damals habe ich mich dann entschieden und gesagt, okay, was willst du wirklich vom Leben? Willst du dem Geld nachjagen? Das habe ich übrigens gemacht, weil ich 2 Wochen noch im Rausch der Tiefe Wall Street gesehen habe. Also ich bin ein bisschen geprägt worden von diesen 2 Filmen. Und es war am Anfang auch ziemlich cool, aber ich habe dann gemerkt, du schiebst nur Geld von A nach B, die Bank verdient immer Geld, die meisten verlieren das Geld, also da ist nichts Nachhaltiges dabei. Ja? Und ich glaube auch jetzt, was die Krise zeigen wird, ist, dass alles, was keine Substanz hat, wegbrechen wird. Ja? Also ich glaube, das wird die Zukunft sein, dass wir Dinge brauchen mit Substanz und das habe ich halt in der Finanzdienstleistung nicht gefunden. Und auf der anderen Seite wollte mein Traum leben und deswegen bin ich dann eben vor ja, mittlerweile 16 Jahren zum Profi-Luftanhalter geworden und ich kann wirklich nur sagen, ja, ich verdiene weniger Geld, aber ich führe das geilste Leben auf der Welt, weil es genau das ist, was ich will. Und das ist auch das, warum ich gern solche Talks mache, um eben den Leuten zu zeigen, wie wichtig es ist, Träume zu haben, Visionen zu haben, nie aufzugeben und einfach da weiter zu tun und das dann irgendwann einmal zu realisieren. Und in Wirklichkeit leben ja wir in einem Land, in einem System, wo wir ja fast kein Risiko haben. Ja? Das Problem ist natürlich immer, wenn man sich überlegt, ich will mich jetzt selbstständig machen, ich weiß nicht, ob das funktioniert und jetzt verdiene ich so viel Geld und dann verdiene ich vielleicht weniger. Die Leute dann so viel zu viel überlegen. Ja? In Wirklichkeit, das habe ich halt auch gelernt als Extremsportler, du brauchst ein vernünftiges Risikomanagement. Und wir sind nun einmal in einem Sozialstaat, also wenn das Projekt in die Hosen geht, was habe ich jetzt wirklich versenkt? Nichts. Ja? Das heißt, das ist eigentlich das Thema, wo die Leute das mit Gefahr und mit Angst noch total verwechseln. Ja? Weil Angst ist ja was in der Fantasie, ja, und die Gefahr ist ja erst was Reales. Ja? Und genau das waren zum Beispiel meine Überlegungen in der Krise zu Beginn. Ja? Weil am Anfang war es halt für mich diese Angst in meinem Kopf, ich habe jetzt meine ganzen Aufträge verloren, ja. Aber es war ja noch nichts Reales. Ja, das war ja nur, ich habe jetzt meine Aufträge verloren und weiß nicht, wo ich das Geld verdiene. Ja, erst wenn ich wirklich nichts getan hätte und ich wäre jetzt pleite, dann ist es real, ja, und dann ist es gefährlich für mich. Aber solange es nur Angst ist, ist es ja nur im Kopf. Das heißt, die Angst fördert dich beim Agieren, bei den 5 Minuten vor 12 fördert oder fordert dich die Angst, um zu handeln, damit du nicht dauernd bei der Gefahr nur reagieren musst und dich einsperren musst, so wie wir jetzt in Quarantäne sitzen und irgendwie halt nur das Notwendigste machen können. Also es ist in Wirklichkeit so, ganz genau, also als Extremsportler vor meinen Weltrekordtauchgängen oder Extremtauchgängen generell ist es so, dass die Vorbereitung das essentiell wichtiger ist. Ja, je genauer und je besser die Vorbereitung ist, desto geringer ist ja die Gefahr, dass etwas passiert.
Darum sage ich immer, Extremsportler, die das wirklich auf einem hohen Niveau machen, sind eher Risikomanager als wie Adrenalin-Junkie, wie die meisten Leute immer glauben. Ja. Das Wichtigste nämlich für mich ist die Entspannung während dem Tauchgang. Das heißt, je ruhiger ich bin, desto geringer mein Herzschlag ist, desto weniger Sauerstoff verbraucht der Körper. Wenn ich jetzt nervös bin, wenn ich aufgeregt bin, wenn ich viel Adrenalin hätte, dann wäre mein Herzschlag höher und ich verbrauche den Sauerstoff einfach zu schnell. Ja. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, ein Mittelmaß zu finden. Ja, und ich sage immer so, ich habe nie Angst bei meinen Tauchgängen, sondern ich habe Respekt davor. Weil wenn ich Respekt vor den Tauchgängen habe, bereitest du dich halt viel besser drauf vor. Christian, damit man für dich Zuseher genau sagen, wer du bist, Christian Redl ist mehrfacher Weltrekordhalter im Luftanhalten. Die Frage ist, Luftanhalten, kannst du genau sagen, was das Luftanhalten ist? Weil was mich interessieren würde, ich habe für dich auch eine tolle Werbekampagne vom Verbund gesehen. Also Verbund macht Strom aus Wasserkraft, also österreichisches regionales Unternehmen. Und ich glaube, das ist ja auch mit, es geht bei dir um, es muss kalt sein, Eis, lang anhalten. Vielleicht, wie schaut so ein klassisch, oder gehen wir vom letzten Event aus, den du gemacht hast, am Weltrekordversuch, wie schaut sowas aus, was passiert da? Mal auch, wo, in welchem Land bist du da, ja, und welchen Rekord willst du da aufstellen? Also im Prinzip, ich habe bis jetzt 11 Weltrekorde aufgestellt. Die meisten davon waren im Tauchen unter Eis, also entweder Strecke oder in die Tiefe. Das waren in Summe 7 Stück, 3 Stück habe ich in Mexiko aufgestellt, in Höhlen, auch wieder Strecke oder Tiefe. Und mein 11. Weltrekord war in Nepal, das war der höchste Tauchgang der Welt. Mein letzter Weltrekordversuch im Februar ist diesen Jahres gewesen, aber leider hat der nicht ganz so funktioniert. Also im Prinzip schaut es so aus, überlegen wir halt vorher, ungefähr 6 Monate vorher, was wir machen für einen Rekord. Dieses Mal wäre es gewesen, 71 Meter tief tauchen unter Eis. Unter Eis haben wir eine Wassertemperatur von 2 Grad. Das ist schon für den Körper eine extreme Belastung. Muss das Eis eine gewisse Dicke haben? Nein, das ist wurscht. Das muss nur Eis drüber sein. Ja. Und immer, wenn Eis ist, hat das Wasser immer 2 Grad, also Süßwasser. Und dann fangen wir halt an mit den Vorbereitungen. Vorbereitungen sind eben Training, körperliches Training, aber auch mentales Training. Ich stelle dann meine Sicherungstaucher zusammen, habe immer einen Arzt mit an der Oberfläche. Also das ist alles total sicher und safe. Und dann fahren wir halt so 2-3 Tage vorher zum See und werden dort so Probetauchgänge machen. Und dann kommt halt der Tag X, der Rekordtauchgang. Und bei mir schaut es dann eben so aus, wenn man jetzt sagt, die letzten 5 Minuten vor dem Tauchgang. Ich versuche mit gezielten Atemtechniken mich zu entspannen, ja, und auch den Fokus zu erhöhen. Das Coole ist, mit diesen Atemtechniken kann ich mir jetzt nicht nur entspannen, sondern ich kann Angst wegatmen, ich kann Stress wegatmen, ich kann mich in den Schlaf atmen, ich kann die Konzentrationsfähigkeit erhöhen und ich kann die Regenerationszeit nach der körperlichen Betätigung, wie zum Beispiel Sport, sehr stark verkürzen. Wie funktioniert das Ganze? Das ist ganz einfach. Das kann jeder dann gerne mal zu Hause ausprobieren, wenn eine dieser Situationen auftritt. Und zwar, man zählt beim Einatmen gedanklich mit und verdoppelt die Zeit fürs Ausatmen. Also der Fokus liegt tatsächlich aufs Ausatmen, weil wenn wir ausatmen, geht der Herzschlag nach unten. Und je länger das Ausatmen ist, desto weiter kann der Herzschlag nach unten gehen. Und desto entspannter wird man ganz einfach. Und normalerweise, wenn wir normal atmen, atmen wir gleich lange ein und aus. Das heißt, der Herzschlag steigt beim Einatmen und beim Ausatmen fällt er. Dann steigt er, dann fällt er. Ist dein Ruhepuls dadurch auch geringer wie bei allen anderen? Ich super trainiert war, habe irgendwo, glaube ich, einen Ruhepuls. Ich glaube, 50 habe ich nie erreicht, aber ich habe mich voll gefreut, dass ich ganz knapp bei 50 war, wie ich halt mein Marathon-Training gemacht habe. Also das ist schon mal ein sehr guter Wert. Ja. Also mein normaler Ruhepuls liegt jetzt aktuell bei 60. Wenn ich aber die Luft anhalte, geht er runter auf 25. und das ist eigentlich genau das Um und Auf. Ja. Ja. Und das Ganze gelingt eben aus 2 Dingen heraus. Das eine ist eben diese Atmung vorher, weil durch dieses doppelt so lange Ausatmen kommst du einfach viel schneller auf deinen Ruhepuls und durch das Wasser gibt es den sogenannten Tauchreflex, der eben mir hilft, den Puls noch weiter zu senken, um eben den Sauerstoffverbrauch so gering wie möglich zu halten. Wo hast du das gelernt generell, dass dir das Atmen
dass dir das entspannt und alles andere, was du gesagt hast. Aber vor allem, wendest du das auch im normalen Alltag an oder nur dann, wenn du einen Rekord aufstimmst? Nein, ich verwende es immer. Also wie gesagt, ich bin halt übers Tauchen draufgekommen, dass man mit der richtigen Atemtechnik einfach sich mehr entspannen kann und dadurch länger Luft anhalten kann. Ich habe das Ganze gelernt vor vielen, vielen Jahren bei 3 Personen, weil ich mir gedacht habe, ein Opernsänger, der muss richtig atmen können. Okay. Das Zweite, wo ich war, bei einer Yoga-Lehrerin, weil ich mir gedacht habe, dieses ganze fernöstliche, egal was immer du magst, alles beginnt mit Atmen. Ob das jetzt Kung Fu ist oder Yoga oder was auch immer es ist, alles, der Start ist immer das Atmen. Und das Dritte, wo ich war, das war tatsächlich ein Shaolin-Mönch. Und der hat mich sehr geprägt, was das Atmen betrifft. Und ich habe halt dann einfach gemerkt, okay, mir hilft das jetzt beim Tauchen. Und habe aber dann auch gemerkt, eben wenn ich zum Beispiel Vorträge mache und ich bin nervös, ja, verändert sich ja meine Atmung, weil unsere Atmung basiert im Unterbewusstsein, ja, und ist falsch. Jeder von uns atmet falsch. Auch ich atme jetzt falsch. Flucht oder Wärme? Aber, ja, aber ich kann eben von einer falschen Atmung auf eine richtige Atmung umstellen, weil ich kann von einer unbewussten Atmung auf eine bewusste Atmung stellen. Und da wird gemerkt, wenn du eben diese Atemtechnik anwendest, dass du einfach ruhiger wirst. Wenn du ruhiger bist, hast du mehr Sauerstoff, höhere Konzentration. Dadurch sinkt die Angst zum Beispiel. Dadurch kannst du viel besser schlafen. Und das sind eben diese positiven Effekte, die ich quasi natürlich auch selber im Alltag dann anwende. Kannst du dieses bewusste Atmen auch unbewusst? Lernt das Unbewusste irgendwann vom Bewussten? Oder glaubst du, wenn du dann schlafst und du träumst dann von irgendwas anderem, dass du dann wieder ganz normal in unserem Kleinhirn zurückfällst und dort normal atmest, unbewusst? Also wir atmen immer falsch und wir werden weiterhin falsch atmen. Ja? Weil wir leider, wie wir Babys waren, haben wir alle richtig geatmet. Und sobald die Kleinkinder mit Stressberührung kommen, beginnt sich die Atmung zu verändern. Und wir dann haben dann jahrzehntelang falsch geatmet. Und wenn du etwas falsch Erlerntes richtig machen möchtest, ja, ich kenne das auch vom Tennisspielen oder was auch immer, ja, musst du 100-mal mehr Zeit investieren, als wenn du das gleich richtig gemacht hättest. Also, dass wir jetzt das wieder lernen, glaube ich, ist unmöglich, aber es ist mir auch nicht so wichtig. Warum? Weil ich bin ja jetzt im entspannten Zustand auch mit der falschen Atmung super bedient. Ist gut, ja. Wenn ich jetzt aber das richtige Atmen brauche, dann wende ich es einfach an. Mhm. Okay. Ja. Und das ist eben das, was ich beim Tauchgang vorher mache. Das heißt, gehen wir nochmal zurück aufs Tauchen. Du fährst da mit einem Boot da hin, da schneidet einer das, die 10 Meter, 5 Zentimeter oder Meter Eisplatten auf und schmeißt das Seil mit Steine und sagt, der Taucher, der super angezogen ist und der Brennanzug hat, wahrscheinlich eine Druckflaschen und einen Gürtel und Taucherflossen, der hupft da mal rein und du hast wahrscheinlich nur einen Neoprener und halt hupst rein, oder? Genau. Also meine Sicherungstaucher gehen dann ins Wasser rein, ja, sind dann auf verschiedenen Tiefen, um auf mich aufzupassen. Wie gesagt, ich habe dann so ein Zeitfenster von genau 2 Minuten. Also wenn meine Sicherungstaucher abgetaucht sind, muss ich innerhalb von 2 Minuten meinen Tauchgang starten, weil erstens einmal man mir selber auferlegt, weil länger wie 2 Minuten den 100%igen Fokus aufrechtzuerhalten, ist wirklich sehr schwer. Also dieser berühmte Tunnelblick. Und du hast halt beim Rekordversuch im Unterschied zum Training auf einmal Journalisten da, Kamerateams da. Und das sind alles externe Faktoren, die da beeinflussen könnten, die will ich natürlich ausblenden. Und innerhalb dieser 2 Minuten, wo ich schon in meiner Atemtechnik drin bin, um mich zu entspannen, gehe ich meinen Tauchgang gedanklich komplett durch. Ja, das heißt, ich hole quasi das letzte Mal Luft, tauche los geistig, tauche Meter für Meter runter. Da versuche ich aber auch in meinem Körper die ganzen Empfindungen schon zu spüren, ja, den Druck auf die Ohren, den Druckausgleich mache, wie es immer kälter wird. Haltest du den Hosen zu? Ja, genau. Ich halte den Hosen zu, so wie es eigentlich eh jeder machen muss. Ja. Und wenn ich dann unten bin, fange ich an mit meinem Aufstieg. Und wenn ich dann an der Oberfläche bin und quasi meinen ersten Atemzug nehme, den geistigen, ist das quasi mein letzter realer Atemzug, bevor ich meinen Tauchgang starte. Das habe ich nicht checkt. Also nochmal, atme ein, ja, tauch geistig den Tauchgang durch, so wie man es kennt von den Skifahrern, wenn sie die Pisten runterfahren vom Start. Ne? Das mache ich auch. Ja. Das heißt, ich tauche geistig den Meter durch und versuche mir alles vorzustellen, wie es sein wird oder sein soll. In einer schnelleren Zeit. Oder bist du schon annähernd analog zum Tauchgang? Nein, das ist ein bisschen schneller. Das stimmt. Es wird schneller gedanklich verarbeitet, sage ich einmal, als wie es dann wirklich ist.
Und wenn ich dann auftauche quasi und ich bin in meinem geistigen Tauchgang wieder an der Oberfläche, dann starte meinen echten Tauchgang, also quasi den körperlichen Tauchgang. Du hast voll viel Luft, die du kriegst, und die Luftmenge nimmst du dann mit rein. Genau. Und dann starte meinen echten Tauchgang und versuche im Prinzip eine Kopie zu machen von meinem geistigen Tauchgang, ja, weil dann weiß ich ja eigentlich schon, dass er sich positiv ausgeht. Mhm. Und es hat eigentlich bei den letzten Weltrekordversuchen immer sensationell funktioniert. Ja. Dieses Mal hat es leider nicht funktioniert. Warum? Es ist etwas passiert, mit dem ich nicht gerechnet habe. Mit dem hat eigentlich kein Mensch gerechnet. Und zwar, ich bin dann runtergetaucht auf diese 71 Meter. Und das war eigentlich meine größte Befürchtung, dass ich aufgrund der Kälte und anderen Faktoren gar nicht erst einmal runterkomme. Weil das ist wirklich 71 Meter, ist ein Tauchgang im warmen Wasser, der weit, weit auf über 150 Meter vergleichbar ist. Ja, weil durch dieses kalte Wasser wird einfach die Lunge so komprimiert. Ja, du hast weniger Sauerstoff. Vorwärts oder rückwärts? Tauchst du runter? Ich bin mit einem Gewichtsschlitten runtergetaucht. Das heißt, die Füße waren voran, der Kopf war oben. Und das Gewicht hat mich dann einfach in die Tiefe gezogen. Und ich bin dann eben unten angekommen auf 71 Meter. Und da ist aber etwas passiert, was mir aus meinem Konzept gebracht hat, leider, weil es war so dunkel wie noch nie und es war eine Strömung. Ja, in einer Seerströmung ist eigentlich total untypisch, das heißt, das Seil ist total schräg gehängt und ich habe meine Sicherungstaucher nicht gesehen, weil es eben so schlechte Sicht war. Das Ganze ist passiert, weil eben die Schneeschmelze viel zu früh eingetreten ist und dieses Schmelzwasser unterm Eis in den See hineingedrückt worden ist. Ja, und deswegen war das so eine schlechte Sicht. Wo war das? Und am meisten sehe ich in Kärnten. Und das geht natürlich sofort auf die Psyche. Ja, also wenn du da oben tauchst und es ist finster und kalt, ist eine Sache. Aber wenn es jetzt finster, kalt, Strömung und du siehst überhaupt nichts mehr, auch nicht durch den Scheinwerfer, den man mit hat, ja, verursacht das natürlich einen Stresspegel. Und ich bin dann aufgetaucht, ja, und beim Auftauchen habe ich mir gedacht, na, das geht mir jetzt leider alles viel zu langsam durch die Strömung und alles. Ich gebe jetzt einmal richtig Gas und schwimme nicht nur mit meinen Armen, sondern auch mit meinen Flossen zusätzlich. Und mein Ursprungsplan war, nur mit dem Armen am Seil hochziehen. Wäre sie wahrscheinlich dann auch ausgegangen. Ich habe halt leider unten eine falsche Entscheidung getroffen in dem Fall und habe meinen Körper, durch das, dass ich Arme und Beine verwendet habe beim Auftauchen, war ich zwar 15 Sekunden schneller an der Oberfläche, als wie geplant, aber durch diese Doppelbelastung habe ich natürlich auch doppelt so viel oder dreimal so viel Sauerstoff verbraucht gehabt und es ist dann quasi nicht mehr ausgegangen bis an die Oberfläche und ich bin dann auf einer Tiefe von 5 Meter unter der Oberfläche bewusstlos geworden. Meine Sicherungstaucher haben dann sofort richtig reagiert und mich sofort an die Oberfläche gebracht. An der Oberfläche hat mir dann der Arzt sofort Sauerstoff über die Sauerstoffmaske verabreicht und ich war dann auch wieder noch 1,5 Minuten wieder da und ansprechbar und wie man sieht, geht es mir ja eh gut. Der Körper hat sich ja dann relativ schnell wieder erholt. Aber da sieht man halt, wie schnell es passieren kann, wenn man nur eine ganz Kleinigkeit ändert, ja, wenn es kurz nach 12 ist, was das dann für massive Auswirkungen gleich hat. Ja. Und deswegen finde ich das eben so spannend, auch diese 10 Minuten, wie du sagst, ja, weil genau in dem Bereich spielt sich ja alles ab in Wirklichkeit. Ja. Und das heißt, der Weltrekord ist damit geglückt oder muss man der Weltrekord nicht um Bewusstlosigkeit beinhalten? Genau, also der Weltrekord ist nicht geglückt, ja, weil der Weltrekord muss beendet werden bei Bewusstsein. Ja, das ist halt eine der wichtigsten Regeln quasi. Sonst wäre es mein 12. gewesen. Es war aber dann eben so, wie ich auftaucht bin, habe ich natürlich realisiert, hoppala, das war jetzt nicht so wie geplant. Ja. Nichts mit großer Siegesfeier. Bin dann noch am nächsten Tag in der Früh wieder nach Hause gefahren vom Weißensee und da sitze ich 4 Stunden im Auto und habe einmal genau in der Zeit überlegt, was ist da wirklich passiert, Meter für Meter, Sekunde für Sekunde. Das heißt, ich habe das genau Revue passieren lassen und habe dann eigentlich genau gemerkt, wo war mein Fehler und wie hat sich der Fehler dann ausgewirkt auf den Tauchgang. Und das war dann, wo ich eigentlich schon den Entschluss gefasst habe, dass ich nächsten Winter, sofern es Eis gibt, den Weltrekordversuch noch einmal machen werde. Allerdings habe ich mir jetzt schon
in der Autofahrt ein paar Punkte notiert gehabt, damit ich es eben nicht vergesse, was muss ich besser machen beim nächsten Rekordversuch, damit er dann gelingt. Und bin mir ziemlich sicher, dass es dann wieder funktionieren wird. Weil eine Niederlage ist ja an sich nichts Negatives, ja, wenn man daraus was mitnimmt. Ja, also eine Niederlage wäre nur dann eigentlich eine Katastrophe, wenn ich genau denselben Fehler im nächsten Winter wieder mache. Sehr spannende Geschichte. Was man vorher noch ist, wie kann man in Mexiko und in Nepal unter Eis tauchen? Gibt es dort genauso Schnee und Eis? Also Nepal war der See halb zugefroren. In Mexiko waren es keine Eistauchgänge, sondern in Mexiko waren es Höhlentauchgänge. Mexiko, die Halbinsel Yucatan, hat ja das größte Höhlensystem der Welt. Und es war extrem geil, dort zu tauchen, weil natürlich Wassertemperatur 26 Grad ist, viel angenehmer als 2 Grad wie bei uns im Winter. Und du bist aber in derselben Situation. Ja, also mir geht es jetzt nicht um die Kälte, ich hasse kaltes Wasser sogar, ich bin Warmduscher, sondern mir geht es um diese mentale Herausforderung. Entweder ist diese Eisdecke über mir oder eben blanker Felsen. Weil da kann ich nicht auftauchen. Also das war immer das, was mich gereizt hat, weil dem normalen Weltrekord im Schreckentauchen sind ja eher im Hallenbad oder im Freibad, wo ich halt jeden Meter auftauchen kann. Aha. Das kann ich unter Eis oder in Höhlen nicht, weil da habe ich nur dieses Einstiegsloch und das Ausstiegsloch und unterwegs gibt es keine Möglichkeit, das zu stoppen. Und das war aber das, was mich fasziniert hat dran und interessiert hat. Wie scheiße ist das genau in der Mitte? Ich meine, wenn ich im Freibad auf Urlaub tauche, dann denke ich mir, ich schaff's nicht und ich tauche auf, wie du sagst, das ist so irgendwie, aber wie geht's dir da, wenn du so eine Höhle durchtauchst, denkst du, zurückwühlen, ich halte es nur durch, dann bist du genau auf Punkt 12 nicht und dann denkst du, fuck, das gleiche Nummer, gibt's dann einfach, genau, dann darfst du nicht schneller werden, dann musst du nur ruhiger werden wahrscheinlich. Genau. Und das heißt, da stellt sich ja gar nicht die Frage, kannst du das wegkonditionieren, wegtrainieren, dass du die Frage stellst? Ich tauche auf, weil die Frage stellt sich ja gar nicht, nicht. Also es ist so, dass du dir quasi vor dem Tauchgang zu 100% sicher sein musst, ja, dass du geistig und körperlich auf der anderen Seite ankommst. Sobald da nur 1 Milliprozent Zweifel dabei ist, ja, solltest du solche Tauchgänge nicht tun, ja, weil dann geht sich das fix nicht aus. Ja. Und das war aber genau das, wo ich gemerkt habe, das ist meine Stärke, weil ich eben diese mentale Stärke habe und auch mir Fähigkeiten angeeignet habe, zum Beispiel im Training, weil im Training bin ich ja nur im Hallenbad, so wie du, ja, und da könnte natürlich den Tauchgang stoppen, aber ich habe so eine gute Vorstellungskraft, dass ich selbst im Training im Hallenbad sage, okay, ich bin jetzt unter Eis und ich kann jetzt nicht auftauchen, egal was passiert. Ja, natürlich neigen die meisten Leute dazu, in der Vorbereitung im Training zu sagen, naja, heute ist kein guter Tag oder heute ist das, ja, heute freut es mich nicht, heute breche ich ab und mache es noch einmal. Problem ist, wenn du im Training das einmal tun würdest, dann hast du ja diese Zweifel beim echten Rekord unter Eis auch. Mhm. Und deswegen ist es eben schon sehr wichtig zu wissen, wie funktioniert dein Kopf. Ja, ich habe zum Beispiel die Strategie entwickelt für mich, ich tauche nicht die gesamte Strecke, also zum Beispiel einer meiner Rekorde war 100 Meter Strecke unter Eis, sondern ich tauche 4 mal 25 Meter. Die haben ja 25 Meter ergibt auch 100, aber 25 klingt natürlich nicht so schlimm und weit wie 100 Meter. Und jetzt weiß ich zum Beispiel, die ersten 25 sind kein Problem, ja, weil 100 Meter ist ja natürlich der Beginn immer easy. Die zweiten 25 Meter bis zur Hälfte sind auch noch immer kein Problem. Dann weiß ich, dass die dritten 25 Meter, also sprich von 50 bis 75 Meter, extrem mühsam sind, weil da kommen normalerweise diese Gedanken, die du auch hattest, ja, die negative Gedanken, die sagen, oh, es ist nur so weit und mir tut schon alles weh und kein Sauerstoff und meine Füße brennen wegen einem Sauerstoffmangel. Dann bin ich aber bei 75 Meter und dann denke ich mir, es sind nur noch 25 Meter bis zum Ziel. Und das ist dann extrem motivierend, ja. Und so habe ich halt gelernt, zu merken, wie funktioniert mein Gehirn, ja. Was muss ich eben an Techniken anwenden, damit eben solche Tauchgänge möglich sind? Eine Frage, kann man durch dieses, wie oft trainierst du pro Woche Luft erhalten? Halb so gar nicht oder nur vor Tauchgängen oder schon eigentlich regelmäßig? Nein, ich mache das eigentlich schon regelmäßig, weil es mir natürlich auch Spaß macht und ich habe ja immer Kurse jedes Wochenende im Sommer. Also von dem her bin ich eigentlich eh permanent im Wasser und damit habe ich halt auch automatisch sehr viel Training. Ist das gesundheitsschädlich für die, die sowas auch vorhaben? Das sagst du. Nein, überhaupt nicht. Also
Mein längster Tauchgang war 7,5 Minuten Luft anhalten. Ich glaube, man merkt jetzt nicht wirklich irgendwelche Schäden bei mir. Warum? Weil egal, wie lange du die Luft anhältst, ja, das Gehirn wird ja immer mit Sauerstoff versorgt. Also von dem her ist das eigentlich eine total sichere Sportart. Ja, sehr spannend. Vor allem, was wie für mich da, bevor wir dann zum Abschluss kommen, spannend ist, ist, es stellt sich zwischen 5 Minuten vor 12 und 5 Minuten nach 12 gar nicht die Frage, ob ich aufgib, ja? Genau. Weil die Oberfläche vereist ist oder starr ist und ich kann gar nicht aufgeben. Das heißt, wenn ich nicht aufgib, gibt es nur die Lösung vier oder zurück. Ja? Oder in dem Fall bei dir den Sicherheitstaucher mit, der hat dann einen Sauerstoff nicht mehr, oder? Ja, also das ist auch vielleicht noch ein sehr interessanter Aspekt. Ja? Beim Streckentauchen zum Beispiel habe ich natürlich am Ende von der Strecke mehrere Sicherungstaucher sitzen, weil da wird es dann ja brenzlig. Es ist ja wie wenn ich jetzt ein Projekt starte, am Anfang hast du nie ein Problem, sondern immer am Ende hast du das Problem. Ne? Und da habe ich natürlich mehr Sicherungstaucher sitzen, da sitzt dann auch der Ass an der Oberfläche. Ich habe aber für mich beschlossen, dass ich diesen Tauchgang niemals beenden wollen würde. Ja, das heißt, ich könnte bei Strecke 100 Meter über ein Problem, oder ich glaube, ich habe ein Problem, ich könnte bei 95 Meter hinschwimmen zum Sicherungstaucher, den Automaten in den Mund nehmen, atmen und alles ist gut. Ja, Weltrekord natürlich nicht geschafft. Mhm. Aber ich hätte jetzt ein mentales Problem. Warum? Mhm. Ich würde mir jetzt immer die Frage stellen, was wäre, wenn? Was wäre gewesen, wenn ich die 5 Meter weiter geschwommen wäre? Hätte ich den Rekord geschafft oder nicht geschafft? Also auf diese Frage du greifst nicht zum Leben lang nie eine Antwort. Das heißt, du hast noch nie zum Sicherungsseil gegriffen? Nein. Nie. Und du hast auch gesagt, greift mich ohne da. Nein. Erst wenn ich weg bin. Ja, und das ist genau der Punkt. Also ich habe für mich entschieden, ja, die Entscheidung getroffen, ich gebe nie auf. Ja. Entweder schaffe ich es oder ich schaffe es nicht. Und wenn ich es nicht schaffe, das klingt jetzt natürlich für die meisten sehr verrückt, ist es aber eigentlich gar nicht, wenn man es sich genau überlegt, weil wenn ich es nicht schaffe, vertraue meinem Team zu 100%, dass die alles richtig machen. Und bis jetzt bin ich 4-mal in Summe bewusstlos geworden. Wie man sieht, haben es 4-mal einen super Job gemacht. Und deswegen, glaube ich, bin ich eben in der Lage, solche Extremdinge überhaupt zu machen, weil ich eben für mich das beschlossen habe. Und zum Abschluss kann ich da nur eines noch dazu sagen, wo ich glaube, was extrem hilfreich ist für die Menschen. Egal, was immer man vorhat, man muss sich nur zwei Fragen stellen im Leben. Und wenn du diese zwei Fragen dir stellst und dementsprechend beantworten kannst, kannst du alles im Leben erreichen. Erste Frage, warum willst du etwas? Zweite Frage, weil diese Warum-Frage machen ja sehr viele, aber die zweite Frage ist, glaube ich, noch wichtiger, wie sehr möchtest du es? Weil wenn dein Warum groß genug ist und dein Wie sehr stark genug ist, wirst du plötzlich von einem problemorientierten Menschen zu einem lösungsorientierten Menschen. Ja, für mich gibt es in meinem Leben keine Probleme, sondern nur Lösungen. Ja, zu mir haben sie gesagt, in Nepal 10 Ärzte, das wird nicht funktionieren, du wirst sterben. Ich habe dann den 11. Arzt gefragt und der hat zu mir gesagt, naja, du wirst vielleicht dabei sterben, aber es ist ein cooles Projekt. Dann habe ich gesagt, okay, erklär mir, warum ich sterben kann. Er hat es mir erklärt. Dann habe ich gesagt, okay, passt, verstehe ich. Nein, verstehe ich eigentlich nicht. Warum? Weil du sollst mir jetzt eine Lösung geben, um dieses Problem zu minimieren oder auszuschließen. Wir haben dann ein komplett eigenes Training entwickelt, komplett eigene Atemtechnik entwickelt und wie man sieht, hat es funktioniert. Also ja, wenn du fängst auf einmal im Kopf anders zum Denken an. Wenn du das Problem erkennst, kannst du das Problem überhaupt erst visualisieren und dann andenken, ob es eine Lösung gibt oder keine Lösung gibt. Genau. Christian, du bist ja in der ganzen Welt unterwegs. Jetzt bist du eingesperrt wie ein Fisch. Zuerst bist du ein Fisch im Ozean und jetzt bist du ein Fisch im Aquarium. Ja. Genau. du bist ja hinterlässt ja da auch auf deinen Weg einen gewissen CO2-Footprint. Aber ich sage parallel dazu, machst du auch noch andere ganz gute Dinge. Und die möchte ich ganz erwähnen, weil die sich mit meinen Aktivitäten von mir und meinen Freunden mit Caribou World in Afrika zum Beispiel auch deckt, aber auch bei mir mit einem Unternehmen mit dem Thema erneuerbare Energien und Wasser aus Luft. Du bist auch bei dem Projekt Seven Oceans, wo du aktiv bist. Vielleicht kannst du uns von da noch ein bisschen was erzählen. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass du der ja in Wirklichkeit nur seinen eigenen Wahnsinn vor sich hertreibt und damit, sage ich, Leute motiviert und die Leute in Arsch tritt, positiv gesehen. Ja, finde ich auch toll.
bist du auch noch aktiv und sagst, mir ist der Planeten wichtig, weil ich schon gesehen habe, wie schön der Planet überhaupt ist, ja, rundherum. Vielleicht da ein paar Worte dazu, auch dazu noch. Ja, also im Prinzip habe ich das große Glück gehabt, dass ich auf der ganzen Welt schon fast überall tauchen war und ich mache das jetzt auch schon seit weit über 30 Jahren und habe natürlich gesehen, wie haben unsere Riffe vor 30 Jahren ausgesehen oder auch die Inseln auf den Malediven oder wo auch immer und wie schauen sie heute aus. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin teilweise wirklich schockiert gewesen, was innerhalb dieser Zeit passiert ist und wie schnell das eigentlich in den letzten Jahren massiv überhand genommen haben, diese Probleme. Und ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, ich habe ein sensationell gutes Leben, ja, habe aber gemerkt, irgendetwas fehlt mir. Und ich habe eben vor 2 Jahren eine Vision gehabt, ja, und die ganze Vision hat dann geändert in dem Projekt Seven Oceans. Worum geht's mir? Auf der einen Seite möchte ich das Sprachrohr der Meere sein, ja, und auf der anderen Seite möchte ich aber auch eine Plattform sein für die Lösungen der Probleme. Ja, weil ich selber bin jetzt kein Forscher oder Ingenieur oder Entwickler, ja, so wie du zum Beispiel. Ja, ich habe da überhaupt keinen Plan davon, also wirklich nicht. Aber durch meine Reisen habe ich auf der einen Seite die Probleme erkannt und auf der anderen Seite aber sehr viele Menschen kennengelernt, Visionäre kennengelernt, Ingenieure kennengelernt, die Ideen haben, die wirklich nachhaltig Probleme lösen können. Und habe aber auch gemerkt, warum diese Lösungen nicht in die große breite Öffentlichkeit kommen, weil da eben andere Lobbyisten dahinter stecken und. Und diesen möchte ich jetzt unbedingt helfen, weil beim Meer ist es tatsächlich so, dass es jetzt nicht mehr vor 12 ist, sondern wir schon bereits nach 12 sind. Und das, was die meisten Menschen eben nicht verstanden haben, ist, wie wichtig der Ozean für uns ist, weil jeder zweite Atemzug kommt ja aus dem Meer. Ja, das heißt, es ist zwar super, wenn wir die Regenwälder schützen und alles, gehört auch dazu, ja, aber wenn wir die Ozeane verlieren, dann haben wir ein massives Problem. Ja. Erstens, jeder zweite Atemzug ist weg. Für die meisten Leute, die am Meer leben, und das sind mittlerweile 2/3 der Weltbevölkerung, lebt in Küstennähe, das muss man sich echt einmal überlegen, das hat ja auch einen Grund. Da geht es um Tourismus, da geht es um Fischfang, um Nahrung, um Transportwege. Also das ist so ein komplexes Thema und die meisten unterschätzen das aber total. Und deswegen glaube ich, ist es halt wichtig, dass jemand für die Ozeane aufsteht. Und das ist genau meine Vision und das werde ich jetzt dann in Zukunft vermehrt tun. Wir haben unser Projekt auch schon gestartet im Februar, war auf die Philippinen, weil die Idee ist es, einen Film zu kreieren, wo ich auf allen 7 Weltmeeren tauchen gehe und die 7 größten Probleme herzeige, eben Plastik, das Global Warming, Überfischung und. Und jetzt leider ist uns halt die Krise in die Quere gekommen, sonst würde ich jetzt schon wahrscheinlich wieder irgendwo unterwegs sein, um weiter zu drehen. Im Prinzip warte jetzt nur, bis das vorbei ist und man halbwegs wieder normal reisen kann. Also das Projekt ist jetzt nicht irgendwie gestorben oder so, sondern es wird jetzt ein bisschen Zeit verzögert, aber es ist halt wichtig, dass man auch in der Krise nur immer an solche Dinge auch arbeitet und weiter vorantreibt. Wo wird man dieses Projekt Seven Oceans, ist das auf YouTube zu sehen dann oder wo wird es das dann geben oder ist es auf irgendeinem Kanal? Also die Idee ist die, wir wollen den Film so weit wie möglich zu verbreiten. Das heißt, wir haben Gespräche mit Amazon, mit Netflix und, also auch mit Fernsehanstalten, National Geographic. Wir haben das sehr prominenten Support bekommen. Arnold Schwarzenegger ist sehr an dem Projekt interessiert. Das heißt, das ist jetzt nicht nur ein kurzes Projekt, sondern das geht über mehrere Jahre. Die Idee ist es, wir wollen auf einer jährlichen Basis eine Veranstaltung auch machen, die so ähnlich ist wie der Liveball. Der Plan wäre jetzt eigentlich gewesen, jetzt im September das erste Mal aufzuführen, wo wir eben Teile von dem Film herzeigen aus Weltpremiere und gleichzeitig aber Firmen einladen, NGOs einladen, Personen einladen, so wie zum Beispiel dich, ja, der konkrete Lösungen hat. Und da wollen wir dann so etwas wie einen Award vergeben, der auch mit Geld dotiert ist, weil alle Einnahmen, die wir bekommen, wollen wir quasi wieder zurückgeben. Genauso im Prinzip wie den Liveball. Und da sind wir dabei, das jetzt gerade aufzubauen und zu planen und zu etablieren. Und das ist ein sehr langfristiges Projekt, weil im Prinzip ist es ja so, dass wir jetzt 11:55 sind. Es gibt sehr viele Lösungen und wenn wir die jetzt aber nicht bald umsetzen, ist es dann nicht mehr 11:55, weil ich bin immer der Meinung, und das zeichnet uns Menschen ja aus,
selbst wenn es 11:55 ist, gibt es noch immer Hoffnung, dass man das noch immer ändern kann. Aber irgendwann ist dann dieser Punkt erreicht, wo man es dann eben nicht mehr ändern kann. Ja, und das war ja zum Beispiel bei meiner Bewusstlosigkeit beim Tauchgang. Ja, da kann ich nichts mehr ändern. Da ist es passiert, aus, fertig. Ja, da gibt es keine Reaktion mehr, keine Aktion mehr, da ist einfach aus. Und das ist halt meine größte Angst, dass wir diesen Punkt erreichen werden, wenn wir eben nichts tun. Aber solange wir was tun können, müssen wir eben den Menschen aufklären, und das ist eigentlich die Summe und auf. Und deswegen finde ich das halt auch so cool, dass du auch mit deinen Projekten eben in diese Richtung gehst, weil das ist ja das, was ich glaube, was in der Zukunft immer wichtiger wird. Und so sehe ich das auch wieder in der Krise als Chance, dass man eben sagt, okay, man muss einige Dinge hinterfragen. Man merkt ja jetzt schon innerhalb von einem Monat Krise, was das für einen Einfluss auf die Natur hat. Also die Natur wird sich ja extrem schnell wieder erholen. Ja, die Fischbestände sind so weit unten, dass wir teilweise reden, dass da die Haie aussterben werden in den nächsten Jahren. Und die sind aber das wichtigste Lebewesen, unter anderem im Ozean, weil sonst gibt es das ganze Ökosystem. Würden wir denen jetzt einfach nur ein bisschen Zeit geben, um sich zu erholen und zu regenerieren, dann macht ja das die Natur eh von alleine. Und deswegen hoffe ich, dass die Leute nach der Krise lernen werden, okay, kauft es regional ein. Ja, also jetzt wird ja das eh überall promotet und gefördert. Ich hoffe nur, dass die Leute das nicht vergessen, wenn dann wieder alles vorbei ist. Ja, also die Post-Corona-Zeit wird sicher eine Zeit. Die Frage ist, wie lange uns auch dann die nachgelagerte Krise, jetzt nicht nur die Krise punkto dem Virus, sondern auch die Krise, dann die finanzielle Krise, halt. Ich glaube, die aus der Krise die Hoffnung verlieren und Lösungen daraus bauen, das sind die wir brauchen und die unseren Planeten hoffentlich in die Zukunft führen. Es werden wahrscheinlich danach nicht nur die Politiker sein, die sind auch wichtig, ja, sondern auch, glaube ich, Menschen wie wir alle, die Chance dazu kriegen. Christian, danke. Ich habe vielleicht nur zwei, drei Fragen jetzt, die in uns in einem kleinen Wordrap am Schluss. Die geht die Luft niemals aus, weil? Weil ich eine gute Vorbereitung davor habe und richtige Atemtechniken. Die Hoffnung stirbt bei dir? Niemals, niemals. Ja, weil wenn die Hoffnung weg ist, dann kann ich mich gleich eingraben. Und du magst die besser, weil? Die Welt besser, weil? Weil ich die Welt einfach besser hinterlassen möchte, als wie ich sie jetzt gerade vorfinde. Und ich weiß eben, wie es vorher war. Und bin ja guter Dinge, dass es uns gelingen wird. Christian Redl, x-facher Weltmeister, danke. War mir eine Ehre. Danke. Bis bald, beim nächsten Mal auf einer Keynote, wo wir uns hoffentlich wieder sehen. Nur hat er immer mehr Applaus und mehr Beifall wie ich. Ich freue mich schon, und vielleicht können wir ja irgendwelche Projekte gemeinsam starten. Ja, genau. Dann, Chris, bis zum nächsten Mal. Danke. Also, danke. Ciao. 10 Minutes.